Ich habe dann doch auch die Frage der Kultur haben wir damit eingebaut. Was ist Kultur? Wir haben das auch in Santo Domingo reingebracht, in das Dokument. Die Sache der Kultur, Inkulturation und haben dann die Väter aufgearbeitet, was da schon da ist, Irenäus annehmen, um zu erlösen. Und das war insofern eine Ergänzung zur Befreiungstheologie, weil die hatten ja eben Befreiung am Anfang. Wir haben Inkulturation am Anfang und konnten das auch begründen. Jesus hat sich erst inkarniert und dann hat er uns erlöst. Also Inkarnation, das ist ja Inkulturation, das muss zuerst kommen. Und dann kann man von Befreiung und Erlösung sprechen. Man kann das nicht vorschalten. Und da gab es dann Schwierigkeiten zunächst auch mit den Befreiungstheologen. Und sie wollten natürlich die Indios mit dabei haben, aber das, was ich denen da gesagt habe, da hat dann Gustavo Gutierrez dann öfters zu dem Diego ihrer Rasse, weil du sprich doch du mal mit dem. Also, aber am Ende haben sie es dann auch aufgenommen in Kulturation, dass das sehr wichtig ist und dass die Indios eigentlich das revolutionäre Subjekt sind heute in Südamerika, das man ja nicht erwartet hat. So die Linke, die hat das, die Arbeiter, das sind das revolutionäre Projekt, Subjekt. Und Indios, die gehen halt, das sind die Ärmsten der Armen, also keine andere Kategorie auflisten. Und dann sind doch jetzt die Indios heute gehörte Gesprächspartner auch für die politischen Parteien geworden. Wir haben natürlich den theologischen Umbau des Konzils damit erlebt. Und vor dem Konzil war ja Franz Xaver, das war der Patron oder ist noch heute der Patron der Mission. Was hat Franz Xaver gesagt? Er hat gesagt, die Japaner, als ihn frugen, unsere Ahnen, wo sind die? Er sagte, sie sind alle in der Hölle und für die könnt ihr auch nicht mehr beten. Das ist endgültig. Das war also die Theologie vor dem Konzil, also die katholische Kirche, die einzige Heilsanstalt, wo Heil vermittelt wird. Und außerhalb ist also nur Hölle. Und dann kam das Konzil und hat dann doch einige Öffnungen geschaffen und wir haben das umgebaut. Dann bei den Indios haben wir nicht mehr so angefangen. Und der Franziskus, der hat genau das auch aufgenommen, als er sagt, das Wichtige, das ist die Begleitung, das haben wir immer gemacht. Die Bischöfe haben uns gefragt, ja, und wann evangelisiert ihr denn, wann tauft ihr denn die Indios und so. Und der Bergoglio sagt also, der Papst, ja, das Wichtige ist begleiten, hinausgehen und mit ihnen gehen. Bekehrung, das sollt ihr nicht machen, nein. Bekehrung, das macht Jesus. Und das war oder ist für uns so befreiend, dass das jetzt auf höchster Ebene so rezipiert ist. Was ja lange suspekt war, dass wir nicht richtig evangelisieren, nicht richtig katechetisieren und die Indios da eigentlich nicht zur Kirche bringen. Aber für uns war immer das Lebensprinzip eben das Wichtigste, dass sie das Leben haben und dazu brauchen sie Land und müssen in ihrer Identität gestärkt werden. Das war so immer zwei Kernfragen der Indiopastoral. Ja, Johannes der 23., der hat also die Fenster geöffnet, so als symbolische Geste für die offene Kirche. Der Papst Franziskus, er macht nicht nur die Türen auf, sondern er sagt, ihr müsst auch durch die Türen hinausgehen. Ihr müsst hinausgehen und es wagen, an der Seite der geschundenen Menschheit es auszuhalten. Das ist ja gar nicht so ganz selbstverständlich, dass man und daher definiert die Kirche auch irgendwann mal, das ist keine Zollstation, die alles kontrolliert, sondern das ist ein Feldlazarett. Das ist jemand, der auf die Kriegsschauplätze hinausfährt und dort die Verwundeten heilt. Das ist natürlich ein Teil der Pastoral, die Verwundeten heilen. Also, aber das ist vielleicht der erste, dass wir da sind, auch in der Großstadt, der Beginn der Großstadtpastoral. Das sind diejenigen, die Jesus bevorzugt.
Das heißt, das sind die durchgefallen sind durch den Raster dieses Wirtschaftssystems. Und das wird dann ja immer mehr. Und das gibt es auch hier in der Großstadt. Reiche können auch gerettet werden, ja, soweit sie sich für die anderen einsetzen. Und da gibt es sehr viel zu tun, was uns dann die Freude des Evangeliums gibt, dass wir helfen dürfen. Wir müssen den kleinen Leuten ja dankbar sein, dass wir ihnen helfen dürfen. Das macht uns ja auch integer, das macht uns kohärent mit dem Evangelium und dann relevant. Also wir mit dem Wort Jesus versuchen wir kohärent zu sein, dass wir das tun, was er sagt. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht, war im Gefängnis, ihr seid zu mir gekommen, hatte Hunger und habt mir was zu essen gegeben, dass wir kohärent sind mit dem Evangelium und relevant für die Welt. Also all unser kirchliches Tun, Reformen und wo wir so viel nachdenken, sagen wir, wem nützt das? Ist das für die Armen oder für die Notleidenden, für die Geschundenen, für die geschundene Menschheit am Rand, an den Peripherien der Welt? Oder ist das jetzt nur etwas Innerkirchliches? Innerkirchlich, dann können wir es vergessen. Dann, ob wir jetzt indianische Theologie, ich habe das auch in San Cristóbal de las Casas gesagt vor 3 Wochen in Mexiko, wir machen hier indianische Theologie, aber hat diese Theologie, bringt die den Indios mehr an Identität, an Autonomie, an Selbstbehauptung, bringt die ihnen ein Mehr? Oder ist das nur eine innerkirchliche Frage, dass wir da den Selam da zufriedenstellen oder das jetzt abmessen an Vorgaben über Offenbarung, die also da in den Dogmen festgeschrieben sind und wo wir jetzt messen, haben die jetzt auch Offenbarung oder nicht? Darum geht es also nicht. Es geht darum, dass der Offenbarungsbegriff auch historisiert wird und dass wir diese Offenbarung Gottes unter diesen indigenen Völkern entdecken können. Und da brauchen wir nur die Augen aufzumachen, um ihn zu entdecken. Ich wäre sehr glücklich darüber, wenn sich der Traum des Papstes erfüllen würde. Er hat gesagt, er träumt von einer armen Kirche der Armen, nicht von einer Kirche für die Armen, dass wir halt so Armenspeisung machen oder was tun, auch das ist ja alles auch rechtens, sondern dass wir auch abrüsten, so etwas. Und weil das eben schon antizipieren würde, einen neuen Lebensstil, der ja heute immer mehr notwendig wird durch den ökologischen Engpass, in den wir hineinkommen, in dieser auf Wachstum abgestellten Zivilisation und wo zwar einige sagen, ja, wir müssen jetzt das nach dem Wachstum, was wird da sein, aber das politisch nicht durchsetzbar ist. Auch dass in unseren Gemeinden es durchsetzbar wird, ein neuer Lebensstil. Das einfache Leben ist das Leben, das mit allen geteilt werden kann, wo es keine Privilegierten und keine Ausgeschlossenen gibt. Am schönsten wäre es, wenn der römische Adler da so ein bisschen nach Südamerika in den anderen Raum ginge und sich da ein bisschen akklimatisieren würde. Da würde er nämlich etwas dazulernen, mit anderen Augen die Welt zu sehen und nicht nur so mit diesen europäischen Augen. Das wäre mal sehr schön. Und dann müssen wir natürlich die Tauben mit dazu nehmen, die also das Volk repressieren. Nicht nur der lateinamerische Kondor, der jetzt durch den Franziskus da nach Rom gekommen ist, auf dem Stuhl Petri sitzt und aus seinem Gefängnis, aus seinem Käfig da herausgehieft wurde durch seine Wahl und damit auch die lateinamerikanische Theologie und das lateinamerikanische Lehramt da nach Rom gebracht hat, zur Verwunderung vieler. Sie kannten das nicht, sie kennen das auch noch gar nicht, ist alles noch befremdlich, was dieser Papst sagt, sondern vielleicht müssen sie auch einen Lernprozess durchmachen und da mal in die anderen gehen. Das ist kalt und die Luft wird dünn, aber da hätten sie einen schönen Überblick über eine andere Welt, die möglich ist.